Heute gibt es Bankdrücken von 178,5 bis 255 Kilo. Und wir reden mal darüber, wie man Job, Sport und Familie unter einen Hut kriegt. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Wie ihr seht, ich bin beim Bankdrücken. Das heißt, Teil 2 des 54321 Tages bricht an. Das heißt, Bankdrücken 178,5 Kilo habe ich jetzt schon geladen. Ich habe schon 2 Warm-Up-Sets gemacht. Das heißt, ich bin schon halbwegs warm und werde damit jetzt 5 Reps machen. Ich habe das ja in einem Kreuzhebel-Video schon erklärt, dass ich ein bisschen kleiner steigere durch Fractional Plates, wie man hier wunderbar sieht. Ne? Das ist jetzt bis 0,5 Kilo runtergebrochen. Und dann schöne kleine Schritte. Deswegen 255 wird trotzdem hart. Wie gesagt, das ist 5 Kilo unter meinem PR. Bin aber ganz guter Dinge. Die 305 Kilo Kreuzheben haben schon gut geklappt. Wie gesagt, und wenn die 255 auch klappen, sind wir schon mal bei 560 Kilo total. Mal gucken, was wir dann bei der Kniebeuge noch rausholen. Aber jetzt machen wir hier erstmal Gas und nebenbei unterhalten wir uns, wie man Job, Training und Familie unter einen Hut bringt. Guter Anfang. Mal gucken. Ich muss jetzt immer von Satz zu Satz ausrechnen, wie viel ich heben muss. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was ich jetzt als nächstes stecke. Reden wir gleich drüber. 204 Kilo. 4 Reps. Das wird ein Spaß. Hoffentlich verstecke ich mich nicht wieder irgendwo bei irgendeinem Satz wie vorhin beim Kreuzheben. Echt 5 Kilo zu viel draufgeladen. Gut, nicht ganz so schlimm. Gut, beim Bankdrücken wäre es schon ein bisschen schlimmer, wenn ich mich da um 5 Kilo verstecke. Ja, das ist schon eine andere Geschichte. Aber, wenn ich den Satz gleich fertig habe, reden wir mal ein bisschen über das Thema heute. Puh, das wird aber trotzdem ganz schön schwer, glaube ich. Eieiei. Das war jetzt leichter, als ich vermutet hatte. Aber jetzt kommen ja noch 3 Sätze. Da kann noch einiges passieren. Außerdem werde ich mich nebenbei gleich schwer für die Beuge aufwärmen. Aber das Thema Familie, Sport, Arbeit. Wie kriegt man das unter einen Hut? Gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Es sieht immer alles so aus, als wenn das alles gut klappt. Aber es wäre illusorisch zu sagen, das funktioniert einwandfrei. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, bei denen das super funktioniert. Gerade wenn man vielleicht Freiberufler ist, selbstständig, freie Zeiteinteilung. Diesen Luxus habe ich leider nicht. Außer ich wäre vielleicht irgendwann mal Vollzeit-YouTuber. Aber den Traum kann man, glaube ich, ad acta legen. Außer es kommen immer auf die Schnelle irgendwie 150.000 Abonnenten dazu, die regelmäßig meine Videos gucken. Aber trotzdem kämpfe ich mich so durch. Aber es wird halt nicht einfacher. Gerade mit Familie und Kindern und Arbeit. Nur mal so als Beispiel, ich bin morgens um 20 nach 4 klingelt der Wecker, dann mit Arbeit und alles, dann bin ich 3:15 wieder zu Hause, ist ein Großteil des Tages rum, dann versuche ich schnell durchs Training durchzukommen, dass ich möglichst um 5 durch bin, dann Abendbrot essen, Vorbereitung für den nächsten Tag, bisschen Familienzeit noch und ich habe das jetzt schon auf 2-mal die Woche reduziert, weil es halt sonst schwierig ist, es ist halt ein ganz schöner Spagat, ja. Und je älter man wird und je mehr Verpflichtungen man hat, umso schwieriger wird es. Aber ich sage euch dann gleich nach dem nächsten Satz, wie ich das so ein bisschen versucht habe zu optimieren, um das maximal Mögliche für mich rauszuholen. Also dranbleiben. 216,75. Deswegen seht ihr jetzt auch die ganzen schön verkrumpten Fractional Plates. Aus dem Strength Shop mit dem Code Brocken 5. Ihr wisst Bescheid. Maximaler Rabatt. Genau. Da gibt es auch andere schöne Sachen wie die Scheiben und die SSB und ganz viele andere Sachen, die ich mir bald noch kaufen werde. Zeige ich euch dann mal alle, wenn ich das draußen fertig habe. Es geht auf jeden Fall voran. Diese Woche wird gestrichen und ich muss den Boden bestellen. Das heißt, eigentlich müsste ich die Garage noch schnell ausmisten. Ja.
Wenn ich den Satz fertig habe, reden wir weiter über das Thema. Es wird schon schwerer. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte euch kurz erläutern, wie ich das so ein bisschen gemacht habe, um das für mich zu optimieren. Also wie gesagt, zum einen habe ich das Ganze auf 2 Trainingstage reduziert und soweit optimiert. Deswegen werde ich das auch draußen noch weiter optimieren. Also dann nur, wenn Wettkämpfe anstehen, in der direkten Vorbereitung auf den Wettkampf, wenn möglich auf 3 Tage die Woche gehen. Und das ein bisschen splitten. Ansonsten werde ich bei 2 Tagen bleiben. Und ja, man muss halt ein bisschen gucken mit den Übungen. So wie ich das jetzt zum Beispiel mache heute. Gut, das geht auch nicht auf Dauer. Alle 3 Lifts an einem Tag und dann mit so einem Volumen und schwer, keine Frage. Aber ab und zu geht das und dann kann man das halt mit ein bisschen Supersetting machen. Ich wärme mich jetzt schon mal für die Beuge auf beim Bankdrücken. Ich habe mich beim Bankdrücken aufgewärmt, während ich Kreuzheben die schweren gemacht habe. Das spart schon mal so 10, 15 Minuten pro Übung. Das heißt, eine halbe Stunde wird das Ganze eingedampft. Dadurch kann man das Ganze ein bisschen schneller abwickeln. Wirklich hilfreich ist es natürlich, wenn man dann auch dementsprechend fit ins Training geht. Was bei mir allerdings durch das frühe Aufstehen teilweise echt ein kleines Problem ist. Aber Gott sei Dank gibt es da von God's Rage den Valhalla. Ich weiß, viele von euch sind keine Booster-Freunde und so weiter. Aber so eine Spritze Koffein, hätte ich jetzt fast gesagt, vorm Training und auch die ganzen anderen Inhaltsstoffe wie Beta-Alanin, die Pumpmatrix und. Die helfen halt doch wirklich nach so einem 10-Stunden-Tag auf die Beine oder 11, ne, mit viel zu langem Autofahren, dass ich dann halt aus dem Quark komme. Ansonsten würde es manchmal echt mau aussehen. Ja, übrigens Codebrocken 10. Haha, jetzt habe ich die Werbung gleich überall eingestreut. Ich bin so clever. Ne, aber vielen Dank auf jeden Fall an alle von euch, die mich supporten. Ich werde jetzt stecken. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Und dann noch ein Double und ein Single. Yay. Yeah. 230 Kilo für 2 ist auch schon ein Brett, ne? Junge, Junge. Ich versuche auch wirklich alles schön mit einer langen Ablage zu drücken. IPF-konform. Ja, ich weiß, ich hebe mich in der IPF, aber für mich persönlich ist die IPF immer noch das Regelwerk, nachdem man sich jetzt quasi die Powerlifting-Bibel, wenn man es mal religiös betrachten möchte. Weil ich finde dieses Regelwerk einfach am besten ausgearbeitet auf alle Sachen. Und dadurch gibt es die beste Vergleichbarkeit, was die Lifts angeht. Weil auch da einfach die meisten Lifter der Welt nachheben. Und meiner Meinung nach ist das dann halt von der Vergleichbarkeit viel angenehmer als dieses Füße aufgestellte, Kopf hochgehebe, gewickelte Knie bei Roh und ach Leute, ja macht, aber ich richte mich nach dem IPF-Regelwerk, auch wenn ich da nicht hebe, einfach um irgendwo so einen Maßstab zu haben, quasi wie eine Norm, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ansonsten ist das ja eher alles nur. Ja, ging eigentlich noch gut. Mal gucken, ob ich das gleich auch noch sagen kann, wenn wir die 2,55 draufgepackt haben. Ich bin gespannt. Aber es ist nicht unrealistisch. Trotzdem, voller Support. Ne, wie sagt man bei Twitch so schön? 1 in den Chat. And once again on this day, Finale. Oh, genau. Der letzte Satz, der Top-Single. 255 Kilo. Ah, das ist schon ein ordentliches Brett. Die 250 letzte Woche liefen gut. Die 2er mit 230 liefen gerade auch gut. Jetzt heißt es nochmal alles rein. Ihr wisst Bescheid. 1 in den Chat. Ja. Mann. I'm gonna find my heart and I can make a change. I wanna play.
Nice. Nee, war gut. Aber nächste Woche gibt es einen kleineren Schritt nach vorne. Also nochmal 5. Das wird too much. Wahrscheinlich 2,5. Vielleicht weniger. Mal gucken. Habt ihr die schönen Fractional Plates aus dem Strength Shop. Huhu. Und wenn ihr noch mehr von mir und Bankdrücken sehen wollt, habe ich hier ein paar wunderschöne Videos für euch. Zum Beispiel vom letzten Training. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.